Damals setzt er sich hinter Tom Schulze, der momentan auf Platz 4 ist. Ein sehr souveräner, kontrollierter Aufgang der Japanerin. Schöne Kombination aus freiem Rad, Spreizsalto. Ja, hier muss sie einen Kombinationssprung abbrechen, weil sie gemerkt hat, sie ist leicht schief. Als den Sprung zu riskieren und dann runterzufallen. So verliert sie höchstens 1 bis 2 Zehntel durch die Kombination. Aber es ist besser als ein ganzer Punkt. Und jetzt zieht sie momentan weiterhin trotzdem souverän ihre Übung durch. Ist wahrscheinlich nochmal der Abgang. Ja, sie mit einer Dreifachschraube als Abgang. Ja, sehr schöne Übung, sehr saubere Übung. Wird aber nicht ihr voller Ausgang sein, weil sie halt die Kombination abbrechen musste. Aber das ist voll starke Übung. Und, oh ja. Ja, 14-0, 6-6. Frage 1.